Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ich habe signalisiert, dass ich es halt gerne machen würde und der Verein auch. Und letztendlich wollte ich einfach abwarten. Ich habe für mich persönlich selber Ziele gesetzt. Meine Ziele waren es wirklich, die jungen Leute hier einzubauen im Training und auch im Spielen, uns für den DFB-Pokal zu qualifizieren, diese Auftreten auf dem Platz und neben dem Platz zu verbessern. Und mein letztes Ziel, was halt noch machbar ist, ist natürlich halt, dass wir es interessant halten bis zum letzten Spieltag. Die 3 Punkte tun natürlich gut, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben noch ein paar weitere Spiele und ja, da wollen wir halt möglichst punkten. Ich habe das Gefühl, dass wir 35 Mal in der Saison ordentlich spielen, also Gas geben und das bringen, was wir in Osnabrück sehen wollen. Und dann am 36. Spieltag, wenn es wirklich um was geht, sind wir in der Lage, dieses zu bringen. Und da muss ich mich auch hinterfragen, ob ich nicht die richtige Taktik oder Wörter gefunden habe. DFB hat uns informiert, dass er den Kontrollausschuss mit Untersuchungen beauftragt hat gegen 3 Spieler des VfL Osnabrück. Steht der Vorwurf im Raum, dass diese Spieler Kontakt zu Spielern und Verantwortlichen des SV Werder Bremen 2 gehabt haben sollen, um dort für ein besonderes, wie auch immer, Engagement in diesem Spiel sich richtig reinzuhauen, wie man so schön sagt, dann eine Motivation zu bekommen. Wir hatten eine Verabredung mit dem DFB, die anders aussah. Der DFB hat heute eine Pressemitteilung rausgegeben, unmittelbar nach Abpfiff. Ich habe den Rest des Spiels gar nicht mehr verfolgen können, habe nur die Reaktion der Zuschauer im Stadion gehört. Nichtsdestotrotz werden wir gleich morgen wieder Kontakt aufnehmen und dann schauen, wo der DFB mit seinen Ermittlungen steht. Das ist für uns eine ganz schwere Situation. Wir wollen gerne raus, wollen unverdächtige Spieler eben auch dort aus der Schusslinie bringen. Aber wir müssen eben auch konstatieren, es handelt sich momentan um den Verdacht, so hat man es uns zunächst mitgeteilt, der Unsportlichkeit, dass es nicht strafrechtlich relevant ist. Wir haben der Pressemitteilung entnommen, dass jetzt gegebenenfalls doch der Vorwurf auch straflich Relevanz im Raum steht. Und insofern müssen wir erstmal für uns auch Klarheit reinbringen, wo wir denn jetzt wirklich genau stehen. Ich glaube, wir müssen noch enger zusammenrücken als Mannschaft. Das haben wir gegen Paderborn schon getan. Heute war es ein schweres Spiel, haben wir es auch wieder getan, wenn ich gesehen habe, wie Kucker sich da eingesetzt hat hinten. Ich glaube, das würde er nicht machen, wenn wir kein Team wären. Deswegen glaube ich, dass wir das gut verarbeitet kriegen haben.